Und der nächste kleine Brocken geht rein. So soll das sein, so muss das sein. Gerade wenn wir hier eine Montage nutzen, die drei Köder hat. Drei Köder, eine Montage und das Ganze unter 70% im Meeresangeln. Ja, das ist die Montage, wie man sie sich vorstellt beim Meeresangeln für Makrelen oder vielleicht kennst du es auch vom Heringsangeln, vielleicht an der Ostsee oder so. Da kann man so eine Paternoster-Montage oder Entblei-Montage, wie sie auch hier im Game heißt, super verwenden. Und das Schöne ist, mit dem letzten Patch kam eine sehr, sehr, sehr gute Veränderung rein. Und zwar haben wir jetzt schon die Möglichkeit, die Montage direkt zu verwenden mit drei Haken dran. Und das macht das Ganze halt wirklich sexy. Und ich würde sagen, alleine das ist schon ein Grund dafür, dass man sich eine leichte Bootsrute besorgt. Denn wir können das nur mit der leichten Bootsrute machen, also mit der Bootsroute machen, nicht mit den Pilgruten. Da können wir dann später andere lange Kombinationen machen, aber wenn man sich halt so gesagt so eine Bootsroute schon mal zugelegt hat, haben wir einfach ja mehr Möglichkeiten, die Montagen zu nutzen. Ich guck mal jetzt eben, wo wir hier gerade gelandet sind. Oh, da ist schon wieder was reingegangen. Und den ziehen wir mal eben wieder raus. Ideal natürlich für hohe Frequenz auf diese ganzen kleinen Kandidaten. Ich bin jetzt hier gerade eben erst hingedüst, 2 Minuten jetzt gerade erst hier. Und es fing halt gerade schon direkt wieder gut an. Wir gehen am besten mal kurz auf das Setup hier ein, wie das alles gerade aufgebaut ist. Hier sieht man das komplette Set. Also natürlich hier die Bootsroute. Bootsroute in Kombination immer noch mit meiner Venga. Ich habe auch immer noch keine Konventionalrollen, bin aber kurz davor, dass ich mir vielleicht doch den größten Prügel hole. Aber ich glaube, ich warte noch bis 75% im Meeresangeln. Und dann ab in die mittlere Bootsroute, mittleres Setup, beziehungsweise vielleicht hole ich mir auch schon dann direkt die ganz, ganz große, schwere Konventionalrolle. Die Imperial 40. Ja, jetzt zu diesem Setup. Ich habe hier, weil ich es ja immer wieder auswerfe, ein etwas leichteres Blei genommen. Sonst bin ich ja gerne auch mit einem 300er Blei unterwegs. Jetzt hier an der Stelle nicht ganz so schwer. Reicht auch komplett. Was ich gerade nochmal geändert habe, ich habe die Längen der Vorfächer geändert. Das sind jetzt die kürzesten Vorfächer, die man verwenden kann. 40 cm, man kann aber auch theoretisch noch 50 cm maximal verwenden. Wobei das ein bisschen eigenartig ist. Es gibt eigentlich nur 2 Größen, die man verwenden kann. 40 cm, 50 cm. Also 40 cm ist das Minimum, was man an Vorfächern herstellen kann. 50 cm ist das Maximum, was man verwenden kann für die Montage. Von daher hat man eh nur 2 Auswahlmöglichkeiten. Bei Fänger, also wir haben hier die Haken. Ich habe hier, warte mal, 4-0er, 4-0er, 4-0er. Dann machen wir hier jetzt auch den 4-0er drauf. Also 4-0er Haken komplett hier drauf. Und wir verwenden hierfür die Shrimps zum Beispiel. Die Shrimps und dann alles erstmal die kleinen. Nicht so ganz riesig groß reingehen, sondern erstmal die kleinen. Die funktionieren auch richtig gut. Ich habe hier von den verschiedenen schon überall 3 Stück immer geholt. Man kann natürlich auch schön hier 3 verschiedene Farben wählen. Dann macht man hier einfach so einfach die umgekehrte Ampel. Können wir hier mal irgendwie reinmachen oder die durcheinander gespülte. Das ist der große. So. Haben wir hier Rot, Gelb, Grün haben wir drin. Wunderbar. Und so können wir das Ganze auswerfen. Später können wir auch noch Lockmittel verwenden. Ist natürlich dann vielleicht für die Nacht nochmal besonders interessant. Und für manche Fischarten vielleicht auch nochmal extra interessant. Und so können wir das Ganze jetzt hier auswerfen. Wichtig dafür natürlich, wir verwenden unser Echolot. Das bedeutet, wir gucken genau, wo wir hier gerade sind.
und suchen und stellen. So, zack, direkt wieder langsamer, Tempo aus. Und suchen und stellen, wo viel im Mittelwasser ist. Also wir wollen viel, viel Action hier im Mittelwasser haben. Das ist hier gerade noch nicht so richtig viel. Wäre vielleicht schon eine gute Stelle, aber lieber noch ein bisschen mehr. Das sieht auch hier schon ein bisschen besser aus. Weil wir jetzt gerade noch ein bisschen unterwegs sind, gehe ich mal ein bisschen zur Seite. Oder hier nach hinten. So, bis wir dann richtig anhalten. Dann sollten wir noch langsam hier an der Stelle sein. Ungefähr auf 30, 40 Meter Tiefe waren die abgebildet. Wenn ihr Fragen habt zum Echolot, ich verlinke das nochmal. Komplette Erklärung Echolot von A bis Z. Einfach mal in das Video reinschauen. Und dann seid ihr auch mit dem Echolot komplett fit. So, und jetzt geht es hier einfach, ja, so ein bisschen sozusagen ans Pilken. Wir machen quasi so ein bisschen Bewegung oder bringen Bewegung in die Shrimps und sehen zu, dass die, ja, oder wir spielen hier einfach so ein bisschen damit rum. Wir sehen einfach zu, dass die so ein bisschen lebendig aussehen. Manchmal können wir auch einfach sagen, okay, wir lassen einfach noch mal ein bisschen weiter absinken. Mit Enter einfach den Bügel aufmachen, absinken lassen. 35, so, dann machen wir noch mal ein bisschen rumgezuppel. Je nachdem, wo dann die Fische gerade sind, dann wieder aufmachen. Noch mal ein bisschen absinken lassen. Einfach so ein wenig rumspielen. Im Idealfall, wenn man schon ein bisschen länger hier steht, beziehungsweise einfach mit der Drift geht, einfach auch hier so ein bisschen den Monitor im Blick haben, wo man denn gerade ist. Und dann sieht man auch immer, kommt da gerade was. Manchmal sieht man, oh, dass weiter oben gerade was reingeht. Dann kann man schnell ein bisschen hochkurbeln. Oder dass ein Spot dann wieder weiter unten ist. Dann lässt man es wieder absinken. So kann man da so ein bisschen rumspielen. Auch hier ist es natürlich super praktisch, wenn man den Schnurclip setzt. Das heißt, solange ihr hier mit den Stationärrollen unterwegs seid, könnt ihr einen Schnurclip einstellen. Später auf den Konventionalrollen kann man das dann nicht mehr machen. Das heißt, da kann man natürlich auch eine Höhe einstellen und man sieht dann immer automatisch, wie hoch man, beziehungsweise man hat halt automatisch die Tiefe dann jetzt hier zum Beispiel auf 35 Meter eingestellt. Und sobald dann der Biss kommt, verschwindet dann der Schnurclip und man hat immer auch eine schöne Anzeige und muss nicht die ganze Zeit zwischendurch hier ja, mit der Taste R so ein bisschen testen, ob denn jetzt gerade ein Biss dran ist oder nicht. So, gucken wir gerade noch mal eben rein. Wir sehen jetzt hier gerade vorne an der Spitze, ja, zwei Positionen. Einmal unten auf Richtung 60 Meter eher, fast 70 Meter sogar schon. Also relativ weit unten soll gerade was kommen. Oder eine Population sein, aber auch ziemlich weit oben. Vielleicht kriegen wir ja, weil wir schon ziemlich weit unten sind, vielleicht kriegen wir ja diese Population, Grundnähe. Zuppeln wir da mal über den Grund ein wenig damit. Und wenn ihr merkt, dass hier bei diesen, jetzt haben wir ja gerade drei verschiedene Farben drauf. Und wenn man da natürlich merkt, Mensch, die eine Farbe, die funktioniert immer wieder gut. Das kann man ja ganz gut nachvollziehen. Das heißt, man schaut einfach rein. Ja, hier sieht man eben ganz gut, welcher Köder es war, auf den jetzt hier in dem Fall der Makrelenhecht gebissen hat. Da kann man dann im Detail eben nochmal nachschauen bei den Fischen, welcher denn von diesen drei Ködern jetzt hier der besondere war, der geliefert hat. Das können wir jetzt gleich nochmal gucken. Gerade hatten wir ja komplett einfarbig, alle Köder gleich. Und jetzt kam hier gerade der nächste Kandidat rein. Das heißt, wir schauen hier mal eben auch eher ein bisschen was Leichtes. Das ist gut. Gerne auch noch mehr Prozente durch die Kleinen. Das hat heute schon richtig gut funktioniert. Seeskorpion eher in Grundnähe. Ja, und auch hier jetzt kurz reinschauen. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir hätten gerne mehr davon, dann müssten wir einfach jetzt hier vielleicht den 7er Real Shrimp, den 7er komplett ausbauen. Das war jetzt in dem Fall hier der Grüne, der funktioniert hat. Einer, der halt immer wieder ganz gut funktioniert, man sieht ihn auch viel in Rekorden, das ist einmal hier diese Art, der Natural Shrimp und dieser hier, der Real Shrimp 04, die funktionieren ganz gut. Gibt es vielleicht nochmal was anderes, vielleicht nehme ich auch nochmal einfach hier so ein Squid mit rein. Wäre ja auch nochmal eine Möglichkeit. Ich gucke gerade mal, von der Größe ist natürlich jetzt deutlich größer.
Oder wir nehmen einfach nochmal so einen hier mit rein. Das sind jetzt nochmal die kleineren, aber der hat hier, der ist fluoreszierend. Den werfen wir auch nochmal mit rein. Und dann testen wir das einfach mal so. Also ihr seht, wir haben eine große Auswahlmöglichkeit. Zusätzlich auch noch Naturköder, die können wir auch noch mit verwenden. Und das macht das Ganze natürlich nochmal sexy. Das heißt, wir könnten selbst jetzt hier mit dieser Montage auch mit ganz oder auf ganz große Brocken gehen und hätten dann hier mit einmal auswerfen quasi die dreifache Chance, dass da was reingeht. Wir werfen einmal aus. Oh, jetzt bin ich aber weggetrieben hier. Wir werfen einmal aus und haben dann, wie gesagt, die Möglichkeit mit einer Route, ja, dreimal zu locken. Absolut sinnvoll, das Teil eben zu verwenden. Und das macht eben auch, wie gesagt, die Leichten oder die Bootsrouten so sinnig. Man kann natürlich das Ganze hier nur mit den Pilgmontagen und so durchziehen. Das ist natürlich auch durchaus möglich. Es ist aber auch hart. Also es ist wirklich hart. Und ich muss sagen, so teuer sind jetzt die leichteren Bootsrouten hier nicht. So wahnsinnig teuer. Ich meine, man macht an dem Gewässer ja auch ganz gut Silber. Da kann man sich doch sowas mal eben leisten. Und dafür hat man dann eben schlagartig direkt neue Montagen frei. Running Leisure ist dann frei. Collar Rig ist frei. Und die Endblei-Montage frei. Einfach nochmal drei Möglichkeiten, weiter mit der höchstmöglichen Montage zu skillen. Das ist halt wichtig, damit man schnell weiterkommt. Gerade eben nochmal 0,2% bekommen. Und ja, jetzt geht es hier weiter. Und weiter suchen ist angesagt. Weiter Spot suchen. Ich suche mir jetzt gleich noch eine Stelle. Vielleicht auch nochmal in Richtung Kalmar. Ich habe heute aus dem Live-Chat noch gehört, die sollen hier unten in der Nähe vom 200er laufen. Also ich werde hier die Area gleich nochmal absuchen, ob die da sind und was da noch alles reingeht. Bin ich sehr gespannt. Bootsticket läuft noch eine Weile. Ich würde sagen, Petri Lümmels zieht raus die Brocken, testet die Rigs, macht mega Bock. Und ich muss sagen, gerade dieses Rig jetzt in dieser Kombination, also mit diesen drei verschiedenen Ködern, super sexy. Und wie gesagt, gerade auch mit der Möglichkeit, hier die Naturköder drauf zu packen. Richtig abgefahren. Ob wir hier auf Makrelen gehen, vielleicht hier mit Makrelenfetzen oder sogar eben dann, dass wir hier groß reingehen, einfach mit dreimal einem großen Filet, also mit dreifacher Chance. Guck dir das an, Alter. Wenn das mal nicht ein Schmackofatz ist, das sieht doch richtig lecker aus. Da kann doch kein Seeteufel widerstehen. Das muss man einfach mal rauswerfen und testen. Und das mache ich jetzt auch. Also, Daumen da lassen, wenn es dir geholfen hat. Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags, beziehungsweise im Moment immer noch die ganze Woche. 19 Uhr, Startschuss, ab ans Meer. Petri.